Herzlich willkommen bei Let's Play Trains A New Era. Vor einiger Zeit hatte Morten mir einmal geschrieben, Dirk, du müsstest bestimmt mal nach Tokio fahren. Das ganze U-Bahn-System dort wird für dich bestimmt auch sehr interessant sein. Ja, und er hat recht. Ich habe bereits seit einigen Jahren dieses Buch Railways in Greater Tokyo. Und weil mich das interessiert, habe ich mir auch als Downloadable Content jetzt die neue Tokio-U-Bahn-Route heruntergeladen für Trains A New Era. Und ich will jetzt euch mit einladen, mit mir dort zusammen einmal zu fahren. Die Strecke seht ihr hier unter C in der Streckenauswahl, Chiyoda Branch Line. Und unten in der Beschreibung ist zu lesen, dass es sich um eine Strecke mit zwei eingleisigen Endstationen handelt, mit Außenbahnsteigen im Großraum von Tokio. Und hier haben wir die Aufgabenauswahl. Wir spielen einmal die Aufgabe Morning Run, bei der wir von Ayase nach Kita Ayase fahren sollen. Hier sind wir in der Außenansicht neben dem Triebwagen. Und da ist auch die Arbeitsanweisung. Wir sollen nach Kita Ayase fahren und dann anschließend noch in das Depot, also in die Abstellanlage. Ich spiele das ganz gerne in der Anzeige mit metrischen Einheiten, darum habe ich mir das eben umgestellt. Und jetzt sind wir hier im Führerstand des Zuges und können warten, dass wir Ausfahrt bekommen. Im Moment haben wir ja hier noch ein rotes Signal und dürfen nicht abfahren. Auf dem Gleis rechts kommt gerade ein weiterer Zug und da ist auch unser Abfahrauftrag. Proceed to Kita Ayase Station. Wir dürfen also jetzt zum anderen Endbahnhof fahren, während rechts von uns hier dieser Güterzug vorbeifährt. Von links werden wir gerade überholt. Etwas, das wie ein Hochgeschwindigkeitszug aussieht. Hier ist tatsächlich eine ganze Menge los. Wir fahren hier auch durch eine Großstadtlandschaft. Da ist nicht zu viel versprochen worden. Fahren hier unter einer weiteren Bahnstrecke hindurch und sehen mal zu, was jetzt kommt auf dem Weg zum anderen Endpunkt. Die ganze Route ist Payware. Die gibt es zu kaufen im Store von N3V Games und sie kostet ca. 16 US-Dollar. Das sind also beim jetzigen Kurs 14 bis 15 Euro. Was mir jetzt hier gerade auffällt, ist, dass die Oberleitungen im Bogen verlegt sind. Das erinnert ja doch eher ein bisschen an alte Zeiten von Microsoft Train Simulator. Ich habe das mal nachgeguckt in dem Buch und es ist doch auch so, dass die Japaner ihre Oberleitungen im Polygon verlegen. Also hier würde man sich denn doch ein bisschen mehr Realismus wünschen, vor allem bei einer Payware-Strecke. Da kommt uns ein weiterer Zug entgegen und wir fahren hier jetzt auf einer Strecke, die bisher dreigleisig verläuft. Das linke Gleis endet aber hier am Prellbock. Und nun geht es weiter auf einem zweigleisigen Abschnitt und wir fahren hier auf dem linken Streckengleis. Dieses blaue Symbol, das da von rechts gerade ins Bild wandert, ist übrigens auch Teil der Arbeitsanweisung. Das zeigt uns an, dass wir jetzt noch ca. 0,7 Kilometer zu fahren haben bis zu unserem nächsten Halt. Das bedeutet diese Figur mit der ausgestreckten Hand. Und jetzt kommt uns hier auch schon wieder ein Gegenzug entgegen. Also es ist wirklich eine ganze Menge los hier auf der Strecke.
steht hier auf der linken Seite. Das ist wohl der Außenbahnsteig, an dem wir jetzt als nächstes halten sollen. Unseres Zuges sind aufgegangen und sind auch gerade eben wieder zugegangen. Jetzt müssen wir noch mal warten, ob es auch gleich einen gesonderten Abfahrauftrag gibt oder ob wir dann einfach so auf eigene Faust weiterfahren sollen. So sieht das Ganze hier in der Außenansicht aus. Also vielleicht stehen wir richtig am Bahnsteig, vielleicht hätten wir auch noch ein ganz klein bisschen weiter vorfahren müssen. Schauen wir uns das nochmal hier von vorne und dann von der Seite an. Also ich werde jetzt doch nochmal gleich ein Stück weiter vorziehen und mal hoffen, dass die Aufgabensteuerung uns dann einen Abfahrauftrag erteilt. Gehen wir mal wieder in das Fahrerhaus und fangen gleich mal langsam an zu beschleunigen und gucken mal, was dann passiert. So, wir fahren ein Stück vor. Ah, und da tut sich jetzt etwas. Jetzt ist das Signal auf einmal rot geworden statt grün, aber wir sollen jetzt abwarten, bis wir dann erneut abfahren können. Das dauert immer noch eine ganze Zeit, bis sich hier etwas tut. Ah, aber jetzt dürfen wir abfahren zum Depot und dann wollen wir mal los. Unser Display rechts oben zeigt uns schon, dass als nächstes eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km pro Stunde kommt. Also lohnt es gar nicht, besonders stark zu beschleunigen. Inzwischen haben wir links oben übrigens 3 Sterne bekommen und 1300 Punkte. So ganz klar ist mir das nicht, wie dieses Scoring-System funktioniert, aber ich nehme das jetzt einfach mal hin, dass das so ist. Ah, und siehe da, auf einmal haben wir jetzt auch 5 Sterne und 2000 Punkte. Und jetzt fahren wir hier vermutlich auf das Gleis neben der Diesellok. Ja, wir werden hier über die Weichenverbindung rübergeleitet. Und dieses rote Symbol mit der Hand zeigt uns an, dass wir da vorne auch gleich anhalten sollen. Wir sollen wahrscheinlich nicht mehr in den Schuppen reinfahren. Vielleicht steht da ja auch sowas Ähnliches wie an deutschen Lokschuppen vor Einfahrt Halt drauf. Vielleicht in japanischen Schriftzeichen. Entdecken kann ich es allerdings noch nicht, aber auf jeden Fall sollen wir jetzt gleich halten. Und jetzt kommt hier gerade die Aufgabenauswertung. Unsere Sterne werden uns nochmal präsentiert und wir haben 2000 Punkte erhalten, also die Aufgabe gelöst.
Die Stadtlandschaft gefällt mir sehr gut, aber in einigen Details würde ich mir noch etwas Feinarbeit wünschen.